Herzlich willkommen zum nächsten Livestream auf Stoßberg Coaching. Heute geht es um Toolbox Defense Line. Fangen wir gleich an. Wir werden heute gehen über Footwork und Starts. Da werde ich mich aber nicht lange mit aufhalten. Nur so die Essentials, was für mich das Kritischste ist. Dann Reactions und Stunt Drills. Auch relativ schmal gehalten, weil ich das auch nicht für die Essenz halte, zu der wir dann kommen werden. Interior Defense Linemen, Run Techniques und Exterior Linemen, Run Techniques, die man deutlich unterscheiden kann und sollte und warum, werde ich dann versuchen, einmal deutlich zu machen und welche Techniken ich dafür am wichtigsten halte. Und dann werden wir uns auch noch mit Pass Rush beschäftigen und da auch einen deutlichen Unterschied machen zwischen Interior und Exterior Linemen. Kommen wir zu den Interior Linemen Drills, die ich für essentiell halte, wenn es um Run Blocks oder um Defense Line Drills geht. Also abgesehen von, wie komme ich raus, Hand Placement, Hip und Arm Extension, explosiv sein. Was sind also die Haupttechniken, die ich meinen Defense Linern in dem Fall erstmal fangen mit Interior Linemen an, beibringen möchte? Und da halten wir uns einfach an genau das wieder, was immer meine Philosophie spielt. Bringen eine Spielsituation rein. Und in dem Fall die Spielsituation, wir haben zwei Offensive Liner, Interior Linemen, zwei Offensive Liner vor uns und in dem Fall als erstes Beispiel einen Zone Block. Sprich, das ist vom Alignment her schon ein bisschen zu viel, weil ich will auf der Schulter stehen, wenn ich Half-A-Man spiele. Es gibt jetzt auch welche, die halt sagen, okay, die Schulter, die kommt, spiele ich. Das kann man auch crouchen, wenn man so möchte. Und wenn man jetzt aber nur eine hat, muss man da auf jeden Fall schon drauf achten. Stand ist gut, Lean, Arm vorne. Und jetzt an dem Fall sieht man, okay, so ein Block zu der Seite. Wenn man jetzt mit solchem Wording wie Pressure Key und Vision Key arbeitet, dann nehmen wir das in dem Fall mein Pressure Key, weil den fühle ich, mein Vision Key, weil den sehe ich. Und das, wenn er dann kommt, ist es mein Pressure Key, weil den fühle ich nur irgendwann. Aber auf jeden Fall, ich habe hier einen Zone Block vor mir. Das heißt, ich simuliere einen Zone Block aus. Was will er dann machen? Er will dann den Pressure Key spielen. Und nochmal das nicht. Also nicht der Key weggeht, ich muss den nächsten nehmen, sondern in dem Fall stand er sogar auf der Schulter. Also wirklich rauskommen, Hände reinkriegen, Extension auf die Schulter kriegen, was mir nicht hier gefällt wieder mal, dass die nicht finishen den Drill, das heißt, die nicht unter Kontrolle kommen und sich hier Square machen an der Stelle. Na, wo ist mein Zeichenblock? Da ist mein. Dass die Base hier nicht eng ist, sodass das... Das ist Humbug, dass dir nicht hier auf der Schulter bleibt, Kontrolle in dem Gap aufbaut, auf der Schulter, die er vorher gespielt hat. Aber genau das ist für mich super essentiell, ob man es mit Pads macht oder hier wie hier ohne Pads, dass man solche Drills als Reactions nutzt und nicht die, die man davor gesehen hat. Und speziell, wenn man jetzt viel gegen Zone spielt, dann eben genau den Block reinmacht. Und als nächsten, der für mich total kritisch ist, für die Interior Alignment, also den Zone kann man auch alle spielen lassen, weil das alle trifft im Zweifel. Aber für Interior Alignment ist es mit einer der kritischsten auf jeden Fall, ein Double Team richtig zu spielen. Da haben wir ein Video. Ein Beispiel. Der Mensch auf der rechten Seite, die 96, wird gespielt. Der Vision Key wird gespielt. Jetzt kommt der Pressure Key, weil man ihn nur fühlt. Kommt der Pressure Key dazu. Was passiert? Sieht man nicht so wunderbar. Kommt gleich noch ein besseres Beispiel. Dieser Arm, nicht der innere Arm, der auf gar keinen Fall, sondern dieser Arm muss in Extension gebracht werden und die Hüfte muss hier reingebracht werden. Ja, das heißt, ähnlich wie beim Stunten will ich dem zweiten Menschen, diesem hier also, nur meinen Rücken zeigen. Wenn ich dann auch diesen Arm extende, dann wird man jetzt sehen, dass, und das ist was mir nicht so gut gefällt am Video, aber das, was man gut sieht für einen kurzen Moment, wenn er also wirklich einmal durchzieht, dass der durch die Extension hat der zweite Mensch keine Angriffsfläche mehr und dadurch erreiche ich den Split. Da sieht man es. Der löst sich ja viel, viel zu schnell. Ich werde noch ein besseres Beispiel haben. Was man aber super gut sieht ist, durch die Extension dieses Armes kann der Mensch, wird automatisch gedreht, drückt also nicht mehr mit ihm nach vorne, sondern hat wirklich nur noch die Möglichkeit, in die Richtung zu drücken. Und dadurch erzeugen wir diesen Druck gegen da. Und jetzt sieht man auch dadurch,
dass ich hier außen drücke mit dem Arm, dass diese Schulter auch gedreht ist. Also habe ich eine Schulter, die so steht und eine Schulter, die so steht. Das heißt, im Zweifel drücken die gegeneinander und das ist das, was ich eigentlich erreichen will. Was der hier macht, ist, der dreht sich viel zu früh. Das ist gerade so offen und jetzt kommt er schon mit dem Rip da raus. Aber das muss ich in dem Fall noch weitermachen. Was er auch richtig gemacht hat, was er jetzt schon im nächsten Schritt ist, dass er das Bein hier nach vorne gebracht hat. Also die Extension muss da kommen zum Vision Key. Das Bein muss nach vorne kommen, sodass ich wirklich dem zweiten Menschen hier auf der Seite, also dem zweiten Offensive Liner, wirklich nur noch meine Rückenfläche zeige, hier in dem Gap stehe. Und der nach da drückt und der nach da drückt. Sprich, die zwei Kräfte, die dagegen andrücken von den Offensive-Linern, heben sich auf. Und dadurch erreiche ich auch den Split, den man sieht. Hier sieht man schon die Schultern gedreht. Das ist echt verdammt schnell. Das ist eigentlich nicht gefühlt offen. Und er macht hier schon den Rip raus. Aber das ist so der Ablauf, den man da auf jeden Fall haben will. Hier in dem Fall super schnell. Für mein Gefühl einfach noch zu schnell. Aber hier nochmal ein anderes Bild. Wir sehen, der zweite kommt, der Pressure Key kommt hier auf der zweiten Seite. Jetzt kommt die Extension. Und da sieht man, er muss ein bisschen länger fighten. Und jetzt sieht man aber auch durch die Extension auf der Seite. Schön, dass es auf der anderen Seite ist. Durch die Extension von dem Arm erreiche ich, dass der und der gegeneinander gedreht werden. Jetzt hat er leider das sehr, sehr spät gemacht. Auch wahrscheinlich wieder, weil er zu sehr in der Mitte des Gaps stand und nicht auf der Schulter des Mannes. Dadurch ist es ein bisschen spät, aber dadurch sehen wir automatisch, wie diese beiden gesplittet werden und die Kräfte gegeneinander drücken. Und jetzt sehen wir auch, wie das aufgeht und dann kann man auch eben da rausrippen. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen besseren. Da sieht man, dass der auch genau ins Gap reinarbeitet. Wir wollen in diese Schulter arbeiten. Das ist auch mit der Hauptpunkt, den die hier alle nicht ganz, wir haben gleich zwei, drei Beispiele, wo wir das ein bisschen besser sehen, aber wir wollen nach da arbeiten, über diese Schulter in die Richtung. Erst dann wird es deutlich. So ist es sehr schwer, die beiden zu splitten, weil die sind jetzt beide nach vorne gesteppt, haben guten Angriffswinkel auf das Pad, unter das Pad von den Menschen. Dadurch macht er sich das selber schwer und er ist dann nur, weil er rohe Gewalt anwendet, kommt er dadurch nicht wegen Technik. Das sieht man sehr gut an der Stelle. Da sieht man es gut. Der zweite Mann wurde schon gedreht, weil er mit dem Arm, aber wie gesagt, der löst sich ja auch wieder viel zu schnell. Ich habe noch ein paar andere Beispiele. In dem Fall wird es ein bisschen mehr isoliert, das Ganze. Das heißt, er ist schon in seinem Vision Key drin. Der Pressure Key drückt jetzt schon. Das ist auch eine Haltung, die Offensive Line auch klassisch haben will. Die wollen hier unten an die Hüfte, weil sie wissen, dass er diese Hüfte hier reinbringen will. Die wissen, dass er da die Extension reinbringen will in den Arm. Und wenn sie hier schon die Hüfte blockieren, dann kann er eben nicht den Double Team splitten durch die solche Technik. Aber was hier wichtig ist, dass er eben die Extension in den Äußeren, nicht in die Mitte des Menschen, sondern wirklich versucht, die Extension hier. Das sieht man da ganz gut von hinten. Weil wenn ich jetzt hier den Druck ausübe, dann dreht sich diese Schulter in die Richtung. Das heißt, der Kraftwinkel geht dann nach da. Was jetzt auch schon passiert ist, dass der von der Seite drückt. Was hier gut ist, ist, dass die Hand da liegt von dem Offensive Liner. Natürlich muss er einen Challenge kriegen, aber deswegen muss das Knie auch hier reinfliegen. Ja, und zwar ganz tief runter. Also hier muss das wirklich im 90-Grad-Winkel da der Schritt nach vorne gemacht werden und hier nach oben gepusht werden an der Stelle. Und das macht er hier sehr spät. Da kommt die Hüfte auch rum. Und da sieht man auch, wie von ganz alleine, da sieht man, dass die Schulter sich dreht. Das ist sehr schön hier zu sehen. Das war super spät, aber man sieht es. Hier sieht man, dass die Schulter sich dreht, weil er hier die Extension bringt. Und das Bein muss nach vorne gebracht werden. Jetzt drückt der Mensch gegen diesen Menschen. Die Kräfte heben sich auf und automatisch habe ich das Ganze gesplittet. Und jetzt kann der einen Release machen. Das war das Bild, was entsteht, was davor nicht entstanden ist, weil die sich zu schnell gelöst haben. Und jetzt kann man da auch einfach rauskommen. Man sieht, dahinter geht schön das Ganze auf. Im schlimmsten Fall marschiert man mit denen die Side oder die Line of Scrimmage runter, aber im Double Team ist ja das schon ein Gewinn und kein Verlust an der Stelle. Insofern hier vom Zone jetzt über ein Double Team. Ich habe auch natürlich ein, zwei negative Beispiele. Wenn man das jetzt so holter die Polter, alle schmeißen die Schilde irgendwo hin, die Leute laufen noch weg. Und dann einfach mal schnell durch, ohne Sinn und Verstand, einfach hier genau dasselbe, zu viel Energie rein. Wenn ich da ein Technik-Drill habe, dann bringt das nichts, da so durchzuballern. Klar muss man irgendwann unter Pressure arbeiten, aber kein Offensive-Liner wird so Downhill, so hier Goal-Line-mäßig arbeiten, wenn es da irgendwie einen sauberen Double-Team generieren will, außer er ist wirklich in der Goal-Line-Situation. Das ist auch ein Beispiel eines Coaches, das lasse ich mal durchlaufen, wo er dann halt wirklich die
Also das hält ja wie eine Klinik ab, aber wenn man das für die Spieler so macht und das nicht so flüssig war wie in den Beispielen eben davor, wo man sieht jetzt, okay, jetzt will er die Hüfte rumbringen, jetzt will er das machen. Ist es gut vielleicht, um Coaching Points rüberzubringen für die Coaches, die da zuhören und sich das reinziehen. Aber die Drills davor haben wirklich den Ablauf gezeigt. Und das ist wesentlich wichtiger als jetzt so Schritt, 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 weil das Problem ist, wenn man jetzt auch noch sagt, okay, jetzt üben wir das in Drill genauso Schritt, 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 dann sieht man hier, dass das dann auch gefühlt genauso läuft. Das heißt, er geht rein, jetzt macht er das und dann geht er raus. So, aber im Spiel weiß man es genau, die Offensive-Liner werden ja nicht auch jeden Schritt abwarten, sondern die werden halt weiterspielen. Und das muss halt ein natürlicher Flow werden und dann darf man sich nicht auf so einen Clinic-Drill irgendwie beziehen oder zu versuchen. Wo gegebenenfalls der Spieler nicht das mitnimmt oder nicht den Flow mitkriegt, den er vielleicht sonst mitnehmen wollen würde. So. Hier nochmal ein Beispiel, wo die schon drin stehen, wo er dann versucht auch den Schritt reinzubringen, tief zu werden, die Extension zu kriegen, der Offensive Liner aber auch den Drill, also gut simuliert. Aber an der Stelle ist es halt auch nur so ein geringe. Er hat nicht verstanden an dem Fall, dass er über diese Schulter weiter marschieren muss. Er versucht hier nur seine Hüfte reinzudrücken. Nein, wenn er weiter über diese Schulter arbeiten würde, dann würde sich das ganze Gefüge in die Richtung weiter marschieren, weil der Mensch jetzt nicht die Chance hätte, nach da zu drücken, also ihn downfield zu drücken. Weil er im Moment ist er einfach nur stärker als der zweite Offensive Liner und wuchtet den um ihn rum. Aber da hatte er den Double Team nicht gewonnen. Jetzt ist er sogar mit dem Arsch zum zweiten und der kann ihn wegschieben. Wenn er weiter nach da arbeiten würde, ich fange mal nochmal neu. Wenn er weiter über diese Schulter arbeiten würde, dann würde sich zwar das ganze Gefüge hier bewegen, aber auf der Line of Scrimmage bewegen und dadurch können die Linebacker dann gut in die Gaps spielen. Wenn das so hier ein Haufen ist, der nicht wirklich clarified ist und dann habe ich plötzlich noch einen Offensive Liner irgendwo in der Gegend rumstehen und der zweite hat jetzt auch noch einen Winkel auf mich zu schieben, dann ist das nicht eine saubere Technik, sondern gerade nur rohe Gewalt. Da muss man wirklich drauf achten, dass das nicht da endet. Und dann kann er den Drill auch nicht finishen, weil das Ganze sich nicht aufsplittet. Ja, die sind schon sehr, sehr weit bei der Isolation. Da auch, hier wird eher die Mitte des Menschen angegriffen, aber was er halt gut macht, er kämpft weiter. Was hier nicht gecoacht wurde, ist an der Stelle, dass der Mensch, und das ist wirklich kritisch, hier und hier drückt. Also er drückt auf beiden, in der Mitte des Menschen und außen. Wenn er nur auf der Stelle, und das lassen wir mal weg, nur diesen Arm extended hat, dann würde er auf jeden Fall diesen Offensive Liner weiter turnen. Und den noch mehr in seine Richtung bringen, dass er da wirklich nur noch da schiebt, weil er hat immer noch den guten Winkel. Und ich wirklich zwischen die beiden komme. Und spätestens dann wird sich das auch öffnen, weil ich dann einen von hier habe und einen von da habe. Ich muss eben nur weiter auf dieser einen Schulter arbeiten. Die Tiefe ist gut, die Beine sind da echt gut, die arbeiten da in Ordnung, aber die haben nicht verstanden, dass man eben über die eine Schulter arbeiten muss und nicht über beide Schultern. Gehen wir weiter. Als nächstes Beispiel habe ich das eine von den zwei Sachen, wo ich leider nicht so viele Beispiele gefunden habe. Ich versuche es trotzdem mal abzubilden. Ist, wenn wir Fold Blocks und oder Pulling Linemen haben. Sprich, wir kriegen den Pressure Key und nicht den Vision Key. Und der Pressure Key verschwindet hinter. Der Vision Key verschwindet hinter den Pressure Keys. Leider das einzige Video, was ich jetzt habe. Ich versuche es trotzdem rüberzubringen vom Schema her. Nicht genau der Fall ist hier, dass mein. Da ist er, super. Dass die Schulter, die ich nicht spiele, auf mich runterkommt und die andere entweder pullt, ganz weggeht oder einfach nur foldet, sprich einfach ein Crossblock. Was wollen wir dann tun? Hier gibt es zwei Philosophien, aber wichtig ist, dass es auch beinhaltet wird, weil wenn man nicht sonst nur den Double Team spielen würde, würde ich sonst immer, und das ist ganz wichtig, dass man das isoliert an der Stelle für die Interior Alignment, würde ich sonst immer nur versuchen, mich in die Richtung zu bewegen, weil ich will ja eigentlich nur auf diese Schulter, wenn ich das hier als Frame habe vom Offensive Liner, und dann würde ich meine Hüfte am besten gleich rumbringen. Aber, das kann ja genauso, und das ist der Punkt, deswegen würde ich immer Crossblocks und Double Team Blocks in Kombination trainieren, wenn hier der Double Team kommt, der Fold Block kommt und hier der Block kommt und ich meine Hüfte drehen würde, wie ich es vorher in dem Drill gemacht habe und der hierhin verschwindet, dann würde ich diesem Block hier ja nur helfen. Ja, ich könnte nicht darauf reagieren, weil das Play ja garantiert hier lang geht und ich gerade meine Hüfte aber nach da gedreht habe, sprich, ich bin eigentlich nach da orientiert und jetzt verschwindet aber mein eigentlicher Vision Key.
Und der Pressure Key kommt runter. Und deswegen würde ich die auch immer in Kombination trainieren. Jetzt habe ich leider nur den gefunden. Das ist eine Defense, die spielt. Defense Liner können auch skippen. Also Gap skippen. Das heißt, der wird jetzt einfach dem Menschen folgen. Sieht, okay, der floppt darüber. Und dann versuche ich, das mir wiederzuholen. Das kann man machen, wenn man eine sehr dominante Defense Line hat und wenn man viel liest. Wenn man aber desto aggressiver man spielt, desto mehr man Half a Man spielt. Und deswegen auch vorhin, da könnte ich jetzt drüber fassen, aber da muss man sich bewusst sein, gibt es halt den, ne, zwei Wege. Jetzt der Fall ist, dass ich dominant bin und auch ein Gap skippen kann und auch vor der Offense Line. Das Problem hierbei ist, dass der Linebacker dahinter, und deswegen bin ich kein Fan davon, dass der Linebacker dahinter genau dasselbe sieht und auch hier längs geht und dann im Zweifel in den Rücken von diesem Menschen läuft. Wenn ich aber jetzt den Foldblock sehe als solches, was er war, nämlich der kommt hier runter und der kommt hier, dann kann man das genauso konditionieren, dass man sagt, okay, wenn mein erster Schritt dahin nicht genommen wird, dann fange ich an, hier dem einfach zu folgen. Und zwar mit einem Dip-Rip-Upfield. Kann man genauso konditionieren, aber ist wie gesagt, in Kombination mit dem Double-Team-Block ist das auf jeden Fall essentiell, dass wir das mitschulen und genauso wie der Spielsituation nachstellen, Handplacement, wie komme ich dahin, das 100-mal besser als die ganzen anderen Sachen, die davor waren, die relativ simpel und einfach sind, aber das sind halt Blocks, die man immer, man wird immer wieder ein Double Team sehen, man wird immer wieder einen Crossblock sehen, man wird immer einen Straight Blocks sehen und wenn man die immer wieder mit seinem Interior Alignment macht, dann macht man das, was man auf allen anderen Positionsgruppen auch macht, man sucht sich oder man bildet sich Spezialisten aus und das ist das, was wir an der Stelle auch wollen. Moin Moin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es das getan hat und ihr seid noch nicht subscribed und haben nicht abonniert, dann macht das doch bitte einmal ganz kurz. Da unten rechts unter dem Video könnt ihr das machen. Vielen Dank dafür, sowieso für alle Subscriber. Ich bin mega dankbar. Ich freue mich über jedes Kommentar und freue mich auch, die dann auch immer beantworten zu können. Insbesondere möchte ich noch meinen Patreons danken, die mich dann noch darüber hinaus sogar noch weiter unterstützen. Vielen Dank.